Jo, hallo Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Test oder einem neuen Spiel, einem Test von einem neuen Spiel, und zwar geht es um Chroma Gun, ja, das Spiel wurde freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt, nochmal vielen, vielen Dank an die Entwickler, ja, Pixelmaniacs, vielen, vielen Dank dafür nochmal, dass ich dieses Spiel auf meinen Kanal testen darf, ja, das Spiel gibt es bei Steam zu kaufen, die Beschreibung und den Link findet ihr natürlich in meiner Beschreibung, wie schon gesagt. Gut, Leute, wir wollen anfangen. Worum handelt es sich in diesem Spiel? Und zwar geht es um ein Spiel, was mit Farben hantiert. Ja, es ist ein kleines Knobelspiel, ein Rätselspiel. Und zwar muss man... ach, scheiß drauf, das seht ihr ja gleich selbst, Leute. Seht ihr gleich selbst. Ich habe schon mal getestet. Wir fangen einfach nochmal neu an. Willkommen bei Chromatic. Ebene 1 von 8. Okay, es ist auf jeden Fall ein Knobelspiel und ich glaube, es kann recht lustig werden. Wir fangen direkt an, Leute. Noch eine Sache vorweg, es wäre natürlich cool, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr dieses Video liked, wenn ihr das Video teilt. Ja, gebt mir auf jeden Fall ein Feedback, wie ihr das Spiel findet, denn danach wird sich entscheiden, ob vielleicht noch was kommen wird zu dem Spiel oder auch nicht. Ja, also es wäre wie gesagt ziemlich gut, wenn ihr mir da ein kleines Feedback geben könntet zu dem Spiel. Willkommen in den Testlaboren von Chromatic. Du bist hier, weil du einer der Besten bist. Nicht, weil du dringend 10 Mäuse brauchst und sich sonst niemand beworben hat. Wer sagt denn sowas? Bevor es losgeht, müssen wir deine Bewegungsfähigkeit testen. Bitte lauf durch den Gang Richtung Ausgangstür. Die Ausgangstür ist die Tür am Ende des Ganges und sieht anders aus als der Rest des Gangs. Es ist schließlich eine Ausgangstür. Ja, wir merken schon, dass das Spiel ziemlich witzig sein wird und ich frage mich gerade, was diese Frau hier für eine hübsche Brille auf hat. Eine 360-Grad-Brille? Ja. Wenn man das sehen kann, ich weiß nicht genau. Gut, okay, Leute, wir gehen weiter, denn wir müssen zur Ausgangstür. Und wir wissen ja, dass die Ausgangstür anders aussieht als normale Türen, denn es ist ja auch eine Ausgangstür. Also wir laufen mal und ihr werdet gleich sehen, dass es gleich hardcore zur Sache gehen wird. Hier sieht man die verschiedenen Bälle, Farben, die man jetzt gleich benutzen muss, um die Ebenen zu erreichen, um weiterzukommen in diesem Spiel, ja. Wir gucken mal, was noch so passieren wird hier. So, das ist die erste Ausgangstür, Leute. Und wir gehen direkt hoch. Ab und zu unterbricht das Spiel mit ein paar Ladeeinheiten. Sensationell. Bitte heb die halbautomatische Nanoacrylat-Projektilschusswaffe vor dir auf. Nanoacrylat. Das ist die Chroma Gun, patent ausstehend, von der du schon so viel gehört hast. Nur ein Scherz. Natürlich hast du noch nicht davon gehört. Wir bei Chromatic wissen, wie man Geheimnisse für sich behält. Und du... solltest das auch. Natürlich. Schieß auf den Worker-Droid, um ihn aus dem Weg zu schieben. Und verlasse dann den Raum mittels der Raumverlasstechnik, die du im letzten Raum erlernt hast. Ja, okay. Also wir müssen jetzt auf diesen Ball schießen, ja. Das machen wir natürlich. Und da dieser Bereich hier jetzt auch gelb ist, ja. Wir haben jetzt momentan die Farbe gelb aktiv. Wird quasi alles angezogen, was auch gelb ist. So habe ich das bisher verstanden, ja. Vielleicht kennen einige von euch noch das Spiel Portal. Und es ist, denke ich mal, so ziemlich genauso aufgebaut, nur halt mit anderen Elementen. Bam, und drüber mit dir, okay. Es wird natürlich von Mal zu Mal schwerer, ist ja ganz klar, ja, das ist ja kein Kinderspiel hier. Nee, Quatsch, Leute. Aber ich bin gespannt, ich glaube, dass es noch recht interessant werden wird und vor allen Dingen recht schwierig, glaube ich, auch noch. Noch ist es recht übersichtlich, aber wie gesagt, ich denke mir mal, dass im späteren Verlauf des Spiels doch noch einiges kommt, wo man sich vielleicht überlegt, Mensch, wie mache ich das am besten? Wie komme ich am besten weiter hier? Sensationell. Bitte lauf wieder Richtung Ausgangstür. Wir sind davon überzeugt, dass du nun alle Fähigkeiten besitzt, um diese einfache Übung beenden zu können. Kann ich hier das Gelb irgendwie wieder wegnehmen? Ich weiß nicht, wie das geht. Aber ich denke mal, dass die mir doch noch hier so einige Informationen geben werden. So, den kann ich hier ein bisschen umgehen, indem ich schneller bin als der Ball selbst. Und schon haben wir das Ding hier. So, gucken wir mal weiter, Freunde. Die Farbe der Chroma Gun ist eine eigens kreierte Mischung aus teilweise tödlichen, gefährlichen, radioaktiven Isotopen und bemalt jede Fläche, die nicht dazu entwickelt wurde, nicht angemalt werden zu können, inklusive Worker Droids. Angesichts dessen wäre es eine schlechte Idee, die Farbe zu schnüffeln, berühren oder daran zu lecken. Okay, danke für den Hinweis. Ich wollte nämlich gerade mal an so eine Wand kosten, ja, wie das schmeckt.
Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen wir jetzt schon haben. Wahrscheinlich Ebene 4 von 7 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, Leute. Jetzt wird es vielleicht schon spannender. Die Musik, die ist auf jeden Fall schon mal spannend. Bam, so, jetzt sind wir mal kurz mal überlegen. Ich mach den einfach mal hier. Was haben denn diese... Achso, das sind nur die Lichter von oben. Ich gehe mal davon aus, dass ich die größtenteils alle hierher holen muss. Wie das jetzt funktioniert, es geht natürlich nur, wenn die gerade hier rüberkommen. Den kriege ich aber nicht raus. Okay, den werde ich erstmal... Oh, jetzt muss ich... Es geht schon los, Freunde. Kann ich den jetzt irgendwie mit der Mehrheit hier rüberziehen? Geht das jetzt vielleicht, wenn ich den... Wie kann ich den jetzt herziehen? Mich interessiert auch, ob ich das hier nochmal wieder lösen kann, irgendwie, diese Farbe. Die ist jetzt weg, okay? Ich muss den irgendwie hier rauskriegen. Aber wie? Ah. Ach so, hier hinten kann man durchgehen. Das hat gar nichts damit zu tun. Okay, jetzt muss ich aber trotzdem gucken. Jetzt muss ich den erstmal hierher. Und dann würde ich sagen, machen wir den hier. Ich glaube, da haben wir das Problem schon gelöst, Leute. Ah, es geht schon los hier, Freunde. Es geht schon los hier. So, den machen wir auch mal hier rüber. So. Finde und stell dich auf die Türsteuereinheit. So. Sensationell. Bitte verlass die Steuereinheit nicht, um sicherzustellen, dass die Tür geöffnet bleibt. Okay, wir dürfen die nicht verlassen. Also wir müssen jetzt irgendwie diese Tür blockieren oder hier irgendwas raufstellen, gehe ich mal davon aus. Irgendwas müssen wir jetzt hier raufstellen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht von irgendwo irgendwas herbekommen. Ah, da ist eine Kugel, okay. Bam! Sensationell. Du hast die Korrelation zwischen Steuereinheit und Worker-Droid erfolgreich verstanden. Das macht dich intelligenter als 39% aller Testpersonen und 97% aller Testaffen. Oh, das ist aber schon mal nett, ey. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Wenn ich schlauer als ein Testaffe bin, das ist schon viel wert, würde ich sagen. So, ich muss hier wieder was raufstellen und da gehe ich mal davon aus, dass wir vielleicht sogar diesen hier herholen müssen. Oder? Oder habe ich hier vielleicht irgendwo was übersehen? Durchschießen kann ich hier natürlich nicht. Und hier komme ich auch nicht durch. Oh, wartet mal. Da hinten, genau. Den brauchen wir. Den hauen wir mal damit drauf. Jetzt ist die Tür offen. Okay. Okay. So, Problem gelöst, würde ich sagen. Die Anziehungskraft, die die Farbe der Chroma Gun generiert, basiert auf einer sehr komplexen Reihe mathematischer Vektoroperationen. Anstatt es also nicht zu verstehen, wenn ich es dir erkläre, probier es einfach aus. So, genau. Jetzt geht er in die Mitte, weil ich beide aktiviert habe. Okay, das habe ich vorhin schon verstanden. Den holen wir mal her. Hierhin, genau. Und hier mit hin. So, jetzt wird er genau in die Mitte gezogen und wir können direkt hier passieren. Hier drinnen gibt es leider nichts. So, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Exit-Bereich. Jetzt muss ich den bloß noch... Warte mal, jetzt wird es lustig, Leute. Jetzt wird es lustig. Ich würde sagen... Warte mal, wie sieht es hier aus? Den. Dann machen wir den hier noch. Und den noch. Dann haben wir alle gleichen Ecken. Und somit ist er in der Mitte platziert und es passt. Passt, Leute. Passt. Im Gegensatz zu den vorherigen Räumen sind die Worker-Droids in den folgenden Räumen nicht deaktiviert, sondern im Standby-Modus. Ähnlich wie dir und mir gefällt es ihnen nicht, wenn man sie mit Farbkugeln beschießt. Bitte stör sie nicht.
Sie sind zwar nicht dazu programmiert, dich bei Kontakt zu töten, werden es aber aufgrund minimaler Fehlkommunikation bei der Herstellung trotzdem tun. Oh, danke für den Hinweis. Nicht, dass wir hier noch sterben. Okay, okay, so, Freunde. Ein bisschen Überlegung. Ich habe jetzt gar nicht so richtig zugehört, muss ich zugeben. Warte mal, hinten ist so offen, oder? Nee, okay. Gut, Freunde. Ich finde auf jeden Fall, die Musik finde ich sehr entspannend, muss ich wirklich sagen. Also die, das ist Entspannungsmusik. Ist cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, ich weiß nicht, wie gesagt, ob ihr euch an Portal erinnern könnt von Half-Life damals. Ich fand das Spiel auch von der Mache her extrem gut. Ja? Ich fand es wirklich extrem gut. Und deswegen finde ich solche Spiele hier für die Abwechslung auch extrem gut. Extrem lustig. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob das jetzt überhaupt richtig ist, was ich hier mache. Der wird jetzt davon angezogen. So, ich glaube, das ist falsch gewesen. Ne? Ich hätte vielleicht doch echt mal besser zuhören sollen. den müssen wir hier rauf, okay. Ja, das war wieder mal ein Fail. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich den nochmal da losbekomme. Es wäre interessant zu wissen, ob das überhaupt funktioniert oder ob man das in gewisser Weise verkackt hat. Wenn man, ja, das verkackt hat. So, warte mal, wenn wir den jetzt mal hier vielleicht. Das ist jetzt blöd, Freunde. Das ist jetzt extrem blöd. Wie viel kann man denn unendlich markieren hier? Wir gucken einfach mal. Es gehen auf jeden Fall einige. Ich sterbe mal freiwillig, einfach damit wir hier nochmal schnell neu starten können. Natürlich haben wir auch direkt einen Erfolg freigeschaltet. Wenn du hilfreiche Worker-Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Im Gegensatz zu den vorherigen Räumen sind die Worker-Droids in den folgenden Räumen nicht deaktiviert, sondern im Standby-Modus. Ähnlich wie dir und mir gefällt es ihnen nicht, wenn man sie mit Farbkugeln beschießt. Bitte stör sie nicht. Sie sind zwar nicht dazu programmiert, dich bei Kontakt zu töten, werden es aber aufgrund minimaler Fehlkommunikation bei der Herstellung trotzdem tun. Die Farbe der Chroma Gun kann gemischt werden. Wenn du dich an den Kindergarten erinnerst, ja, sollte das leicht sein. Wenn du dich nicht erinnerst oder du nie im Kindergarten warst, gibt es ein Seminar über subtraktive Farbmischung für Kindergartenkinder im Anschluss an die Tests. Okay, danke. Das werde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen, denn ich war nie im Kindergarten. Ich durfte nicht. Ich war zu böse. So, Leute, wir können die Farbe mischen. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie das überhaupt... Ach so, jetzt haben wir hier so Orange draus gemacht. Lustig. Ah, jetzt wird's langsam echt cool, Leute. Und jetzt muss man echt... jetzt bin ich echt fasziniert, Leute. Man muss tatsächlich jetzt die Farben der Kugeln mischen, dass man die anziehen kann. Finde ich jetzt wirklich sehr interessant. Finde ich wirklich extrem interessant gerade. Finde ich extrem cool auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ein bisschen fasziniert über die Vielfältigkeit des Spiels, ja. Das muss man sich erstmal einfallen lassen. Gut, es ist nicht wahnsinnig schwer, aber trotzdem, man muss erstmal darauf kommen, dass man ein Spiel mit solchen simplen Elementen gestalten kann. Okay, den haben wir auch. Was hat der hier zu sagen? Hat der hier irgendwas zu bedeuten, der Ball? Ich glaube, man kann sich auch ganz leicht verlaufen, habe ich das Gefühl. So, jetzt ziehen wir auch mal mit an und haben wir die Tür auch wieder open. Und jetzt wird's... Warte mal. Okay, wenn der wegfällt als grün quasi, wird der nur noch zu den einen grün hingezogen und dadurch wird es geöffnet hier. Okay. Man muss also manchmal quasi die anziehenden Elemente wegnehmen, dass sich hier was tut. Jetzt ist die Frage, was bringt denn das hier? Warum wird der jetzt nicht angezogen von dem? Warum wird der braune nicht angezogen von dem jetzt? Keine Ahnung. Aber gut, ist ja erstmal Wayne. Etappe 3 oder was das jetzt ist? Okay. Um den Test fortzusetzen, nimm die verbesserte 3-Farb-Chroma-Gun vom Boden auf,
da du ohne sie die folgenden Räume nicht lösen können und schlussendlich verhungern würdest. Okay. So, und jetzt können wir tatsächlich die Farm wechseln. Ist ja mal episch. Das ist ja echt episch, Alter. Das ist ja mal echt episch, Leute. Ich find's echt witzig. Ich find's echt witzig. So, den haben wir. Nice. Hier war, glaube ich, blau, ne? Und hier haben wir gelb. Total cool. Total cool. Total cool, ey, ganz ehrlich. So. Okay, da müssen wir auf jeden Fall orange nehmen. Jetzt müssen wir mischen. Jetzt müssen wir rot machen. Und dann müssen wir gelb mit drauf prügeln. Und dann wird er zu orange gezogen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr nice. So, warte mal. Und jetzt müssen wir hier rein. Und den müssen wir jetzt zu gelb machen, damit wir drüben die Tür öffnen können. Ne, den müssen wir nicht zu gelb machen. Den müssen wir... Doch, den müssen wir... Den müssen wir... Warte mal, dann können wir doch... Achso, warte mal, wir müssen jetzt mischen. Wir müssen jetzt eine Farbe hinkriegen. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Wird der jetzt hingezogen? Nein. Die Farbe nicht wechseln? Ah. Leute. Wie kriege ich jetzt fucking Lila dahin? Alter, will die mich verarschen jetzt? Geil. Ich glaube, ihr habt es verkackt, Freunde. Warum kriege ich denn jetzt keine andere Farbe hin? Ich kann es doch auch gar nicht so wechseln, wie ich möchte, oder? Jetzt doch. Aber jetzt kann ich die nicht mehr wegnehmen, ne? Warum kann ich die jetzt nicht mehr wegmachen, die Farbe? Das ist jetzt blöd. Ich muss die Farbe jetzt quasi wieder wegnehmen. Aber wie kriege ich die weg? Wie kriege ich die Farbe jetzt weg denn? Ich muss den jetzt hier rüberkriegen auf jeden Fall. Ich glaube, damit haben wir es vermasselt, Leute. Wir müssen neu starten, glaube ich. Vielleicht kann man das irgendwie wieder beenden, indem man die Tür zumacht. Ich glaube nicht. Schade. Wirklich schade. Müssen wir uns ganz kurz mal sterben lassen hier, damit wir nochmal neu starten können. Ja, komm, eine Runde sterben ist immer gut. Angesichts deiner jüngsten Patzer, und das sind viele, sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich Kung Fu als äußerst nutzlos im Kampf gegen Walker Droids herausgestellt hat. So, den haben wir. So, jetzt machen wir es mal so, Freunde. Wir machen gleich den und machen dann gleich den hier. So, wird er direkt hingezogen, okay. Den müssen wir jetzt hier raufkriegen. Da muss ich jetzt mal gucken. Ist die linke gleich weit weg wie die rechte? Ich glaube nicht. Da müssen wir jetzt nämlich wieder gut arbeiten. Jetzt muss ich aber muss mal ganz kurz überlegen. Der muss mich irgendwie verfolgen und den muss ich dann irgendwie da festsetzen. Weil daran kann ich den ja quasi gar nicht anlocken, ne? Ich habe doch hier gar nichts frei, worauf ich den jetzt... Irgendwie muss ich den jetzt blau machen, ne? Warte mal, genau. Jetzt muss ich, glaube ich, noch einmal... Ich weiß nicht genau. Ah, okay. Okay. Wirklich interessant. Ey, ich glaube, das Spiel wird noch richtig kompliziert, Leute. Ich glaube, das wird echt noch richtig kompliziert, Mann. Oh, leck mich am Arsch. Den haben wir, okay. Und hier müssen wir lila machen jetzt. Da muss ich einmal rot und einmal blau. Den haben wir auch. Und hier muss ich jetzt mischen. Hier muss ich jetzt... grün kriege ich jetzt hier mit und dann, weiß nicht, mit gelb? Ja. Schon lange her, Leute, wo ich Farben gemischt habe, ja. Ich weiß, jetzt sagen vielleicht einige Leute, Mensch, das weiß doch jedes Kind, aber es ist wirklich schon lange her. Und wie gesagt, ich war ja nicht im Kindergarten. So, die Tür geht auf, ohne dass ich was mache, okay.
So, Freunde, auf jeden Fall lustig. Wir machen erstmal Schluss hier mit der Folge. Wir machen natürlich noch eine Folge mit dran, ja. Und, also wir holen auf jeden Fall noch eine Folge mit raus. Wie gesagt, es wäre cool, wenn ihr Feedback da lassen könntet, wie ihr das Spiel findet. Ja, es ist jetzt natürlich kein neumoderner Blockbuster, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel für zwischendurch, finde ich. Und ja, ich finde es bisher ganz lustig. Und wie gesagt, ich glaube, dass es einen doch noch ziemlich fordern wird im späteren Verlauf des Spiels. Ich muss ja jetzt ab und zu auch schon mal ein bisschen nachdenken. Ich finde es echt gelungen. Nochmal ein großes Dankeschön an die Entwickler Pixelmaniacs. Ja, danke, dass ihr mir das kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Wie gesagt, der Link zu dem Spiel befindet sich in der Beschreibung. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr dazu echt ein Feedback da lassen könntet. Ja, Kommentare, Likes wären cool. Und wenn das Video euch natürlich extrem gefallen hat, könnt ihr es auch sehr, sehr gerne teilen. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von Chroma Gun. Servus.